Erste Frage geht an Sie, Herr Neumann. Wenn man das gehört hat, was die Landwirte gerade alles so von sich gegeben haben, dann ist der Kontrollaufwand, die Bürokratie eines der größten Hemmnisse für mehr Akzeptanz von Biodiversitätsmaßnahmen. Jetzt hat Staatssekretär Eikens vorgestellt, was da im Moment in Brüssel läuft. Ist das nicht alles viel zu wenig? Muss da nicht viel mehr PS auf die Straße? Deutschland ist doch eines der starken Mitgliedsländer, was jetzt auch für eine gute, effiziente Verwaltung steht. Das können Sie doch mit großer Glaubwürdigkeit vertreten, da mehr Druck zu machen. Warum passiert da so wenig? Ja, wir machen sehr viel Druck. Nur das System in Brüssel fußt auf dem Vertrag von Lissabon. Das heißt, wir können kritisieren, wir können konstruktive Vorschläge machen in Brüssel, aber die eigentliche Kompetenz hat nach wie vor nur die EU-Kommission. Sie hat das alleinige Vorschlagsmonopol. Und das ist immer wieder schwierig, was wir feststellen. Also es reicht nicht aus, wenn eine Handvoll Mitgliedstaaten auf gewisse Defizite hinweisen, sondern es muss schon parallel auch über das Parlament laufen, parallel über den Rat laufen. Und das versuchen wir auch, dass wir, wie gesagt, mit diesem Duo Parlament und Rat doch die Kommission dazu zwingen, schneller und auch konstruktiver zu arbeiten. Es ist immer wieder, wie jetzt beispielsweise bei der Öko-Verordnung der Fall, seit 4 Jahren verhandeln wir über eine Totalrevision der Öko-Verordnung und kommen nicht weiter, weil die Kommission sich nicht bewegt. Und hier muss man leider sagen, das ist nach wie vor ein Riesenproblem, dass Mitgliedstaaten oder auch das EP keine konkreten Vorschläge mit entsprechender Wirkung machen können. Also sie gehen dann quasi in der Kommission unter. Die Kommission entscheidet alleine, ob sie Vorschläge zur Änderung von Basis- oder Durchführungsrecht macht. Das ist die Situation. Haben wir da nicht im Moment so eine ganz historische Chance? Die EU ist in der Krise und die EU muss dringend bürgerfreundlicher werden, damit die Politik auf Akzeptanz in den Mitgliedstaaten stößt. Wir haben das heute Morgen ja hier sehr deutlich gehört, dass die Akzeptanz weder bei den Naturschützern da ist, noch bei den Landwirten da ist. Da muss doch auch eine Kommission dies positiv aufnehmen. Warum passiert da so wenig? Sind die so ignorant? Ja, es hängt wahrscheinlich am System selbst. Also eine Kommission mit 28 Kommissaren, bevor die also eine Position eingenommen haben, bevor die zwischen den 28 Kommissariaten abgestimmt ist, dauert das. Und das Zweite ist, es ist nach unserer Erfahrung doch sehr auf der technischen Ebene, die letztendlich Verantwortung zeigen. Und die stört dann wenig, wie die politische Situation in Europa ist. Das ist unsere Erfahrung, dass relativ wenig die Generaldirektoren oder auch die Kommissare hier eingreifen, sondern sie überlassen sehr, insbesondere im Agrar- und Naturschutzrecht, ist den Experten. Mhm. Jetzt würde ich mal dann Herrn Hartelt und Herrn Schöne fragen wollen. Jetzt hat Herr Neumann das ja aus seiner Position verständlich sehr diplomatisch korrekt formuliert. Ich muss ja weiter mit denen arbeiten. Sie müssen... Die Bauernverbände und die Umweltverbände müssen ja jetzt nicht so viel Rücksicht nehmen. Kann man da nicht mal auch eine gemeinsame, konzertierte Aktion in Brüssel starten, Lobbyarbeit beim Parlament machen, bei der Kommission, damit diese Kampagne mehr Wucht entwickelt? Was ist da möglich? Weil jetzt muss doch gehandelt werden. Das System steht doch kurz vor dem Kollaps, so wie mir scheint. Was möglich ist, weiß ich nicht, weil da andere Beteiligte dazugehören. Was denkbar wäre, kann ich zunächst sagen. Zunächst noch eine Bestätigung aus persönlicher Erfahrung. Vor 4 Jahren Überprüfung des Europäischen Rechnungshofs bei mir auf dem Betrieb gehabt, wo dann die Landesregierung, also die Zahlstelle, Land Rheinland-Pfalz, die Kreisverwaltung, die Prüfstelle, alle wirklich auf dem Prüfstand standen und mit einer hohen Angst wirklich da agiert haben. Und ich kann das sehr nachvollziehen. Also der deutliche Hinweis, diese Kontroll- und der Sanktionsautomatismus ist in den Brüsseler Vorschriften implementiert. Was wäre denkbar, dagegen zu tun? Ich denke, wenn wir das
über die Landwirtschaftsverbände, über die Landwirtschaft alleine fordern, wird das nicht den genügenden Nachhalt haben. Und das zeigt sich ja immer wieder, weil sogar im Zusammenspiel mit der Agrarpolitik und dem Landwirtschaftsministerium gelingt es nicht. Ich bin überzeugt davon, dass wir Verbündete brauchen. Und mit der Einigkeit und mit der, wir waren ja heute Morgen an einem Punkt, wo wir sagen konnten, was fehlt denn eigentlich noch? Dann legen wir doch los und machen doch. Wenn dieses Moment und diese Aufbruchsstimmung, die hier fast schon durchschwingt, nach Brüssel tragen könnten, mein Aufruf geht ganz klar an die Umweltverbände, machen wir eine konzertierte Aktion und fordern wir im Sinne des Artenschutzes, des Biodiversitätsschutzes, genau hier die Erleichterung, die wir heute Morgen besprochen haben. Und wenn die Umweltverbände das mit der entsprechende Nachhaltigkeit, wie sie jetzt zum Beispiel, da haben wir anderer Meinung, die Umschichtung der kompletten ersten Säule in die zweiten Säule mit demselben Effekt und mit der gleichen Nachhaltigkeit fordern würden, bin ich ziemlich sicher, dass in Brüssel was passieren würde. Die Umweltverbände, Herr Schöne, die gelten ja gemeinhin als sehr kampagnenfähig. Da guckt der Bauernverband ja immer mit großem Neid drauf, was sie auf die Straße bringen können an der Stelle. Kann man das auch mal nutzen, um eine Verwaltungsvereinfachung, Entbürokratisierung in Brüssel? Ist jetzt kein sexy Thema, aber da könnte man doch auch für Ihr Klientel was tun. Das mal nutzen, in Brüssel mehr Druck zu entwickeln? Was geht da? Ja, also wir haben das Thema schon vor vielen Monaten, nein, eigentlich seit Jahren sprechen wir das Thema an. Der Naturschutz ist unmittelbar betroffen. Wenn wir uns die ganz extensive Seite der Landnutzung anschauen, Schilfwiesen, Blockschutt, Grünland in hängigem Gelände oder auch nasse Bereiche mit hohem Baumbesatz. Hier hat der Naturschutz und gerade Landschaftspflegeverbände ein großes Problem, seine Direktzahlungen zu erhalten. Und ich hatte immer gesagt, wir saßen vor ein paar Monaten, Herr Hartelt und ich, das BMUB und das BML zusammen, um mal darüber nachzudenken, Mensch, was könnten wir denn gemeinsam machen? Und da kommen immer zwei Stichworte. Einmal Entbürokratisierung, wie können wir stärker auf Ergebnisorientierung auch bei der Kontrolle schauen? Und das Zweite ist die Anreizkomponente, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Mhm. Das ist für unsere Leute natürlich schwer vermittelbar, weil viele vermuten immer noch, dass manche Landwirte da vielleicht auch mal zwei Augen zudrücken wollen. Also das ist auch bei unseren Leuten mit einem Paradigmenwechsel verbunden, aber ich sage Ihnen in aller Deutlichkeit, was aus Sachsen gekommen ist, dieses ELA-Reset-Papier, das finde ich einen unheimlich wichtigen Aufschlag. Letzte Woche in der Agrarministerkonferenz das Bund-Länder-Papier, das nochmal zur Kenntnis genommen hat, wir brauchen einen Befreiungsschlag. Ich sage das auch deshalb, weil für mich hat diese zweite Säule, ich will sie nicht Säule nennen, aber das Fördersystem der zweiten Säule, Regionalisierung, Programmierung, Kofinanzierung, das sind für mich die drei Achsen einer Akzeptanz, einer Stärkung der Akzeptanz auch für die gemeinsame Agrarpolitik. Deshalb ist für mich dieses System zukunftsfähig und wir müssen es fit für die Zukunft machen, weil im Augenblick können wir mit diesen Anlastungsrisiken können wir eigentlich die Mittel gar nicht so ausgeben, wie wir es zielorientiert erreichen wollen. Mhm. Herr Weber, jetzt hat ja der Kollege, Ihre Kollegen aus Sachsen haben ja schon dieses viel zitierte ELA-Reset-Papier vorgelegt. Sie sind hingegangen und haben die Verwaltungsvorschriften genommen und haben sie für Sachsen mit den sächsischen Augen neu geschrieben und dabei deutlich gemacht, dass zwei Drittel der ganzen Vorgaben, die da drin stehen, gestrichen werden können. Ist das etwas, was Sie in Sachsen-Anhalt auch unterstützen, was Sie auch in Ihrer Arbeit mitnehmen, um da Erleichterungen zu kriegen? Das Gerät ist an, ja. Also Kollege Schön hat es ja angesprochen, es gab einen gemeinsamen Beschluss auf der Agrarministerkonferenz, also tragen wir das mit. Inwieweit die Sachsen damit erfolgreich waren, jetzt nur noch sag ich mal, die Landesverordnung ein bisschen außen vor zu lassen, also ob die wirklich alles umgeschrieben haben, das sei mal dahingestellt. Also ich glaube, dieses Papier dient eher als Grundlage für die nächste Förderperiode in Brüssel Druck zu machen, dass wir weniger Auflagen bekommen. Aktuell sehe ich bei uns wenig Möglichkeiten, stark zu vereinfachen. Da, wo es geht, bin ich gerne da bereit, gute Hinweise aufzunehmen, aber auch die Kollegen aus Sachsen, glaube ich, sind immer noch nicht so ganz so glücklich, wie es im Augenblick läuft bei Ihnen, weil die haben den gleichen Kontrollaufwand immer noch.
Halten Sie denn Ihre Behörden an, die maximalen Ermessensspielräume bei der Kontrolle zu nutzen? Oder sagen Sie, ich bin lieber noch ein bisschen vorsichtiger, um keine Anlastungsrisiken für Sachsen-Anhalt zu bekommen und keinen Ärger mit meinem Finanzminister? Natürlich sollen die maximalen Ermessensspielräume ausnutzen, aber ich glaube, das Problem liegt auch eher so ein bisschen beim einzelnen Mitarbeiter. Und da möchte ich ihm jetzt überhaupt keinen Vorwurf machen. Aber die Mitarbeiter arbeiten unter einem sehr hohen Druck und diesen Druck müssen sie auf zwei Seiten aushalten. Sie haben auf der einen Seite die Angst, dass die EU dann nochmal kommt und sie kontrolliert. Mir wären größere Messungsspielräume sehr recht, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, es ist aber noch ein anderer Punkt. Wir haben immer mehr, und das geht jetzt auch nicht auf den persönlichen Mitarbeiter genommen, wir haben immer weniger Fachleute vor Ort, die kontrollieren. Wir haben immer weniger Zeit. Wir haben immer mehr Verwaltungsmitarbeiter, die kontrollieren. Also die Situation vor Ort, die landwirtschaftliche Praxis eigentlich gar nicht kennen. Und da hoffe ich, dass wir mit den kleinen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, nachzusteuern, nachzubesetzen, auch wieder mehr Agraringenieure vor Ort bekommen, die, sag ich mal, ein bisschen praxisrelevanter kontrollieren können. Herr Paffen, macht Ihnen das jetzt eigentlich Hoffnung, was Sie hier hören? Oder sagen Sie, da kommen wir in absehbarer Zeit nicht wirklich weiter? Und was erwarten Sie von den Bundesbehörden? Was erwarten Sie von Ihrem von Ihrer Landesministerin, sind ja in Thüringen, da an Bewegung und an Initiative? Ja, also wenn man hier das Plenum sieht und hier diskutiert, dann fühlt man sich schon erstmal gut aufgehoben. Weil es klang ja bei den Vorrednern schon an, wir diskutieren hier erstmal so auf Augenhöhe. Ja? Wenn ich aber die öffentliche Diskussion mir angucke, auch Berichterstattung in den Medien, gibt es ja nur einen Schuldigen. Der Schuldige ist der Landwirt. Das, was hier jetzt ein bisschen differenzierter betrachtet wird, was Sie zum Beispiel gesagt haben, Herr Neumann, das sind ja Dinge, die sind gar nicht bekannt. Ich habe noch nie in den Medien irgendwo gehört, dass nicht der Landwirt der Schuldige ist, sondern das sind administrative Dinge, die Landwirte hindern daran, Agrarumweltmaßnahmen umzusetzen, das Greening vernünftig zu gestalten. Ja? Das findet ja nicht statt. Und da mache ich auch einen Vorwurf den Umweltverbänden, die hauen ja genau in die Kerbe rein. Diese Differenziertheit, wie Sie es jetzt hier vorgestellt haben, Herr Schöne, das stelle ich immer wieder fest, auch in anderen Gremien, wenn man mit der Führungsspitze diskutiert. Ja? Also mit den Verantwortlichen, die haben eine differenzierte Sicht, geben die auch in solchen Diskussionsrunden gerne weiter, aber wenn Sie dann Ebene darunter, ja, da ist einfach diese häufig ganz dieses Feindbild Landwirt, der Landwirt ist verantwortlich für die Dinge und davon müssen wir wegkommen. Ja. Der Landwirt ist bereit, das kam ja hier ganz, ganz deutlich zum Vorschein, wir können von der technischen Seite her alles umsetzen und wir würden es auch tun, wenn die äußeren Rahmenbedingungen entsprechend so sind, dass es für uns keine großen wirtschaftlichen Nachteile bringt und dass die administrativen Dinge so sind, dass wir keine Angst davor haben müssen. Und ich gebe Ihnen hundertprozentig recht, es ist so, auch bei Ihren Mitarbeitern in den Ämtern herrscht eigentlich eine Angstkultur. Auch die haben Angst, Zugeständnisse zu machen, weil dann die EU-Kontrolle kommt, die Kontrolle von der Kontrolle. Ja, und da geht es letztendlich um ihren Arbeitsplatz und die sagen, warum soll ich hier ein Risiko eingehen? Und ganz besonders ist es so, wenn es nicht Fachleute sind, sondern reine Verwaltungsangestellte, die sagen, du, ich mache hier meinen Job. Ja, das sagen die einem auch ganz offen ins Gesicht. Und ich gehe hier kein Risiko ein, warum soll ich das tun? Ich habe ja nichts davon. Ja. Da sprechen wir über Vertrauenskultur, Herr Schöne. Das ist ja heute hier in dieser Diskussion sehr vorbildlich bislang gelaufen. Da gab es sogar das Angebot von Staatssekretär Flassbart, dass Landwirtschaft und Umwelt gemeinsam marschieren für die Zukunft der Agrarfördermittel. Wie kriegen wir diese Vertrauenskultur auch in die Breite transferiert, abseits der Spitzen, um nicht immer wieder die Rückfälle in die alten Feindbilder zu haben? Sind die noch immer tatsächlich da oder wird das auch mehr kulturell gepflegt, als es tatsächlich noch Substanz hat? Naja, das betrifft ja beide Seiten. Da ist immer die Frage, wer hat angefangen, wer verweigert sich dem Dialog und vor allem, wer ist bereit, ergebnisoffen über Lösungen zu sprechen. Ich glaube, es hat sich viel getan in vielen Köpfen von Landwirtschaftsvertretern, da gucke ich eben auch zu Herrn Hartelt, dass man
tatsächlich den viel zitierten Dialog auf Augenhöhe auch führt. Wenn man dann aber in der politischen Entscheidungskultur nochmal nachhakt, woran liegt es denn, dass hier wieder verwässert wurde, dass hier wieder blockiert wurde. Ja, also die Strukturen sind dann hinter den Kulissen doch immer so, dass man den Eindruck hat, da wird nicht mit offenen Karten gespielt. Und der Naturschutz oft, ich mache das Geschäft ja nun seit vielen Jahren, die letzten Jahre war es immer so, da ist so ein bisschen das Gefühl an der ausgestreckten Hand zu verhungern, weil es geht letztlich erstmal, den Landwirten geht es um andere Sachen. Es geht um die marktwirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Perspektiven. Das ist auch nachvollziehbar. Aber der Naturschutz war schmückendes Beiwerk. Und wenn man in guten Zeiten darüber reden wollte, dann hatte man auch mal das Gespräch so. Also ich glaube, wir müssen hier tatsächlich eine Dialogkultur herstellen, die respektvoll miteinander umgeht, aber auch wirklich, ich sage nochmal, selbstkritisch und da ziehe ich mich und meine Leute mit ein, aber ich erwarte auch von der Landwirtschaft, und ich habe es gerade vorhin schon mal gesagt, im Bauernverband gibt es eben solche und solche, ja, und wenn ich dann höre von einem Bauernpräsidenten aus Westfalen, der dann sagt, ja, also ich wünschte mir, da kommt mal, würde mal ein bisschen mehr Schwung in die Diskussion kommen, und was dann der DLG-Präsident macht, also ich glaube, das sind Signale, unterschätzen Sie dann das nicht. Das wird bei uns diskutiert, es wird intensiv zur Kenntnis genommen, dass man sagt, okay, wir haben ein Problem, lassen Sie uns gemeinsam über Lösungsansätze sprechen. Also da brauchen wir ein paar Signale noch, und ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube, der anstehende Bundestagswahlkampf ist leider eher ein ungünstiger Zeitpunkt, um differenzierte Tonalitäten zu transportieren. Aber dennoch müssen wir das Gespräch umso intensiver jetzt vorbereiten für die Zeit danach, denn ich bin fest der Überzeugung, nur gemeinsam, und da beziehe ich auch das BML mit ein, diese ewigen Wagenburg-Mentalitäten zwischen Umwelt und Landwirtschaft, die müssen wir auch auf der behördlichen Seite irgendwann mal überwinden. Herr Hartelt, ist das Trennende immer noch größer als das Verbindende? Und es gibt natürlich immer auch mal wieder Misstöne aus Reihen des Berufsstandes Richtung Umwelt, oder? Kann man das auch abstellen, um diese Vertrauenskultur besser wachsen zu lassen? Sonst haben wir dieses ewige Ping-Pong-Spiel, und ich glaube, wenn wir in der Sache weiterkommen wollen, muss der Schulterschluss her, sonst verlieren am Ende beide. Das ist richtig. Und da werde ich jede kritische oder sogar feindliche Stimme aus meiner Mitgliedschaft oder insgesamt der Mitgliedschaft des Deutschen Bauernverbandes nicht verhindern können. Das hat auch seine Ursachen und hat seine Gründe, genauso wie Sie Herr Schöne hier darstellen könnte. Man muss einfach sehen, wir feiern ja 60 Jahre römische Verträge. Wir sind geprägt und ganz stark von dem Aufruf der EG, die Produktion, Nahrungsmittel zu produzieren, die Produktivität zu steigern. Und wenn ich jetzt gerade ältere Kollegen habe, die in diesem Dogma aufgewachsen sind und die auf einmal Fläche stilllegen wollen, und dass die natürlich sagen, um Gottes Willen, was ist denn jetzt? Die ganze Zeit sollten wir Nahrungsmittel produzieren, jetzt dass das widersprüchlich und schwer ist. Aber das wird sich auch über die Generationenfrage lösen, und Sie haben recht. Wir müssen zueinander kommen, und hier den schönsten Beweis haben wir hier ja gehabt. Nur an einer Stelle muss ich dann schon mal kritisch anmerken. Vorhin auf Ihre erste Frage, Herr Schöne, haben Sie geantwortet, das würde bedeuten, ein Paradigmenwechsel oder zumindest ein teilweisen Paradigmenwechsel für unsere Mitglieder. Sie fordern von uns ständig, Entschuldigung, dass ich Sie sage, oder die Umweltverbände, und ein Teil der Umweltpolitik und der anderer politischer Parteien, die Agrarwende von uns, ohne genauer näher zu beschreiben, was das ist, aber ganz bestimmte Inhalte damit und Bilder ganz bestimmt in den Köpfen der urbanen Bevölkerung entstehen lässt. Und jetzt, wo wir an einer kleinen Stelle hier sind und wirklich Fortschritt eigentlich hier gemeinsam uns erarbeitet haben, fürchten Sie sich davor, Ihren Mitgliedern zu sagen, wir brauchen da ein Stück weit eine Kurskorrektur, denn nennen sich Paradigmenwechsel. So kommen wir wirklich nicht weiter. Und hier muss ich nur sagen, mit dem Matthäus-Evangelium Bergpredigt, was du von anderen erwartest, das tue auch selbst. Also da müssen wir dann schon von beiden Seiten auch konsequent dran arbeiten. Ist nicht vielleicht sogar der heraufziehende Bundestagswahlkampf eine Chance? Kann man nicht sagen, wir arbeiten antizyklisch und machen es genau jetzt, um gar nicht den politischen Parteien dann das Einfallstor zu öffnen, darauf dann auf diesem Ticket zu fahren? Oder ist das zu naiv gedacht, Herr Schöne?
Also da überschätzen Sie unseren Einfluss, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass man sagt, jenseits der großen politischen Debatten müssen wir jetzt den Boden bereiten, um zu überlegen, ganz pragmatisch, was können wir machen, auch förderpolitisch, nächste Legislaturperiode, was steht auf der Agenda? Ich meine, Herr Hartl, es hält uns ja niemand davon ab, auch zu lobbyieren, dass wir in eine Koalitionsvereinbarung, von wem auch immer, solche Botschaften reinbekommen, Anreizkomponente, Bürokratieabbau, ohne die Umweltstandards zu reduzieren. Solche Botschaften, an denen mal zu arbeiten, ich glaube, das ist der erste Schritt. Also wir müssen die große politische Debatte ein bisschen trennen von dem, was wir hier auch im Saal fachlich machen. Und ich glaube, daran müssen wir weiterarbeiten, um sozusagen die besten Lösungen auch irgendwann in die Fläche zu transportieren. Das versuchen Sie ja, Herr Röser, indem Sie den Expertendialog Biodiversität in Gang gesetzt haben, um das Ganze aus der politischen Bredouille rauszubringen und sozusagen an den Sachfragen vor Ort zu arbeiten. Muss man das nicht noch viel stärker in die Fläche bringen, als das jetzt möglicherweise mit den Perspektiven, die Sie mit Ihren finanziellen Möglichkeiten haben, gelingen kann? Und wer wäre da gefordert, so einen flächendeckenden Expertendialog zu organisieren? Naja. Also zum einen glaube ich natürlich, dass man die Thematik nicht immer politisch loslösen kann. Das wird uns nicht so einfach gelingen. Das sieht man ja jetzt auch schon, wenn man sich den Bundestagswahlkampf, wie er so langsam losgeht, anschaut. Wir müssen das pragmatisch in die Fläche bringen. Ich bin ganz beim Herrn Schöne, der sagte, wir müssen vielleicht über einzelne pragmatische Maßnahmen konkret drüber nachdenken, wie man die verbessert. Und da wurden ja heute wirklich viele genannt, wo man sich hinsetzen könnte und sagen könnte, so, wir fangen mal mit einer Schraube an zu drehen, um Verbesserungen zu erzielen und nicht immer über die eierlegende Wollmilchsau und das nicht nur alleine in Deutschland, sondern dann gleich noch in EU 28 voranzubringen, weil das ist schwierig und dauert extrem lange. Also kleine pragmatische Schritte. Mit dem Expertendialog versuchen wir genau das, solche Maßnahmen voranzubringen. Wenn Sie fragen, wen brauchen wir dazu noch? Wir brauchen natürlich noch weiter Vertreter aus dem Naturschutz und aus der Landwirtschaft, flächendeckend, also von allen Bundesländern, von allen Couleuren, die bereit sind, auch in einer, ich sag mal, Leuchtturmfunktion über einzelne Schatten zu springen, also wegzukommen von diesem nur ökonomisch gewinnbringend zu produzieren, dieses Groß gegen Klein muss verschwinden. Also diese ganzen Hürden, die noch da sind, die müssen einfach wegkommen. Ja? Und da ist natürlich auch der Naturschutz dabei. Ich meine, wir hatten die Diskussion auch schon ganz oft. Naturschutz und Industrie ist auch immer ganz schwierig. Im verborgenen Raum, ja, in der Öffentlichkeit, ganz kritisch, weil auch da gibt es natürlich unterschiedliche Mitgliedsinteressen. Und ich glaube, davon muss man wegkommen und muss erstmal einen Kreis der Willigen suchen in diesen Bereichen. Dazu gehören natürlich auch die Behörden dazu, dazu gehören Vertreter aus den Ministerien, aber wirklich ein Kreis der Willigen, die dieses Thema als Leuchtturm immer weiter vorantreiben. Und natürlich gehören die Landwirte dazu, das ist auch ganz wichtig, um die Maßnahmen auch auf die Fläche zu bringen. Ich gebe Ihnen noch 5 Minuten für Ihr Suppenkoma, dann erwarte ich schon eine Beteiligung. Herr Paffen, machen wir es jetzt noch mal ein bisschen konkret. In der Diskussion wird ja gerne vermischt zwischen dem, was wir jetzt noch bis 2020 machen können und wie es denn nach 2020 aussieht. Das ist gern wahrscheinlich auch eine beliebte Ablenkungsfütterung, um von den aktuellen Notwendigkeiten ein bisschen Abstand zu nehmen. Was erwarten Sie jetzt eigentlich in der laufenden Förderperiode noch an dringenden Änderungen beim Greening, bei den Agrarumweltmaßnahmen und dann können wir diskutieren, ob die auch noch umsetzbar sind. Ja, also es ist ja eigentlich relativ deutlich rausgekommen, dass die Bereitschaft der Landwirtschaft da ist, Maßnahmen umzusetzen, aber es wird im Moment noch nicht so wahrgenommen und es wird vor allen Dingen auch ja, öffentlichkeitswirksam kann es gar nicht dargestellt werden, weil einfach zu viele administrative Hindernisse uns noch hindern. Ja. Bestes Beispiel Blühstreifen, nahezu auf jeder Folie waren Streifenlösungen da, Vernetzung bietet sich an, der Umweltschutz wird sagen, das ist eigentlich die Lösung, die wir haben wollen, wir wollen Biotope miteinander vernetzen, aber
die administrativen Hindernisse hindern uns. Und da habe ich zwar Verständnis für diese politische Situation, wenn Sie sagen, ja, 4 Jahre sind wir da schon am Verhandeln bei bestimmten Dingen, nur es nützt uns nichts. Wir Landwirte sind ja in dieser Falle drin. Es wird sich von unserer Seite nichts ändern, wenn nach wie vor diese Angstkultur, das fehlende Vertrauen bleibt. Ich denke, also ich trage es auch mit, in der derzeitigen labilen Verfassung der EU halte ich es für kritisch, grundsätzlich das Modell der Agrarförderung neu zu diskutieren. Ja? Also ich sage mal, erste, zweite Säule aus Sicht des Landwirtes ist die erste Säule eben eine wichtige Einkommensstützung. Und das ist meine persönliche Einschätzung. Ich glaube nicht, dass eine flächendeckende Landwirtschaft möglich ist, wenn es diese Komponente nicht mehr gibt. Es gibt dann Regionen, wo Landwirtschaft sich nicht mehr rechnen wird. So, das ist was wir im Auge behalten müssen. Und damit diese Diskussion nicht massiv wird, müssten wir eigentlich jetzt reagieren bis 2020 und nicht warten, sagen, ja, es ist im Moment läuft es nicht gut, Greening wird auch nicht so umgesetzt, wie es eigentlich die Landwirte, die Umweltverbände wollen, weil es an administrativen Hindernissen scheitert. Und wir warten jetzt mal nach 2020 und dann diskutieren wir das Ganze neu. Jetzt müsste was passieren und da fehlt mir irgendwie ja, so ein bisschen das Verständnis, dass es eben auf politischer Ebene nicht umgesetzt werden kann. Und da kommt dann natürlich auch ein ganzes Teil Verdrossenheit her, weil man sagt, alle erkennen hier in diesem Raum den Missstand, aber man sagt ja, aber wir können es nicht ändern. Da müssen Sie mir jetzt helfen, Herr Neumann. Die Kommission hat ja gerade in der letzten Woche den Bericht zum Greening, zu den ökologischen Vorrangflächen vorgelegt. Da sind ja tatsächlich, glaube ich, 1,8% Pufferstreifen, jedenfalls weniger als 5% ausgewiesen. Alle halten das hier für sinnvoll, aus ökonomischer Sicht, aus ökologischer Sicht. Was ist eigentlich so schwierig daran, den Streifen etwas zu flexibilisieren, ob er mal 3 Meter breiter, 3 Meter schmaler sein kann? Was ist so schwierig daran, die Bedingungen für Aussaattermine zu flexibilisieren, wenn das alle für sinnvoll halten und wenn auch die Kommission eigentlich doch diese ökologisch hochwertigen Maßnahmen will, dann darf es doch nicht an der verwaltungsmäßigen Umsetzbarkeit scheitern. Das kann ich nicht verstehen. Aber das ist sehr gut geschildert von Ihnen. Das ist unser Problem. Selbst die Kommission macht Hearings mit den Mitgliedstaaten, mit den Verbänden, kommt dann zu Ergebnissen und diese Ergebnisse setzt sie nicht um in Vorschläge. Das macht uns auch sprachlos. Wer bremst? Ja, ich glaube, das ist das ähnliche Situation in Brüssel, dass die verschiedenen Kommissariate sich nicht einig sind. Hier gibt es auch Kämpfe untereinander, Geldkämpfe. So, und jetzt müssen wir eins sehen, und das ist mein Hauptproblem. Wenn wir uns jetzt noch lange über Greening unterhalten und parallel läuft der Brexit, dann entscheiden über die künftige Agrarpolitik nicht die Agrarpolitiker, sondern die Finanzpolitiker. Und da müssen wir jetzt auch sehen, dass wir in diesen Prozess uns intensiv mit einschalten als Agrarpolitiker, weil es wird künftig einen geringeren Agrarhaushalt geben und gleichzeitig wollen andere Länder größere Stücke von diesem Agrarhaushalt, der dann kleiner ist, wie beispielsweise die Visegrad-Staaten. Das heißt, wir müssen jetzt schon mit einem Gesamtkonzept in Brüssel antreten. Wie begründen wir, dass immer noch ein Großteil des Haushaltes in die Agrarpolitik geht? Wie können wir das der Gesellschaft vermitteln, dass Landwirte staatliche Gelder bekommen und derjenige, der nur beispielsweise saisonal Eis verkauft, nicht? Und das sind, glaube ich, jetzt unsere großen Aufgaben. Und wir müssen gucken, dass parallel dazu das Screening-Problem, dass wir das optimieren, Bürokratieabbau, dass das auch parallel läuft. Aber ich will noch mal betonen, wir haben jetzt verschiedene Handlungsfelder als Agrarpolitiker, die wir gleichzeitig mit Intensität und auch mit Verbündeten jetzt auch dann in Brüssel kämpfen müssen. Und mein Appell, das war auch bei meinem Verbändegespräch am Rande der AMK, ist ganz klar, A, diese Bundesrepublik mit Bundesregierung und 16 Landesregierungen muss in Brüssel geschlossen auftreten. Anders macht es keinen Sinn, wenn 16 Landesregierungen da auch noch als Solisten auftreten und wir sind kein gemeinsames Orchester. Und B, da bin ich auch sehr, sehr quasi stolz drauf auf die heutige Veranstaltung, die über die BLE und andere organisiert wird. Wir müssen gemeinsam
die verschiedenen Interessenorganisationen in Brüssel auch auftreten. Wenn wir ein gemeinsames Interesse haben, die Umwelt- und Landwirtschaftsseite, dass wir also nachhaltig auch in Zukunft produzieren können und auch für die nächsten Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten, ist es ganz wichtig, dass wir auf dieser Seite, also auf der Lobbyseite auch gemeinsam auftreten. Also Bund, Länder und Verbände, wir müssen gemeinsam auftreten in Brüssel, weil ich habe eben die drei Handlungsfelder beschrieben. Das wird eine Mammutaufgabe. Fühlen Sie sich denn hinreichend unterstützt von Seiten der Agrarministerkonferenz, vom Bundesrat und von den Verbänden? Also erfreulich war bei der AMK, man hat den gemeinsamen Bund-Länder-Bericht zur künftigen GAP zur Kenntnis genommen. Die Arbeitsgruppe soll weiter arbeiten, im nächsten Bericht zur AMK. Also ich glaube, das war parteiübergreifend sehr wichtig, dass Bund-Länder hier mit einer Sprache gesprochen haben. Und das Zweite ist, und da werden wir auch als BML und BMUB gemeinsam daran arbeiten, dass wir mithilfe unserer nachstehenden Verbände hier auch parallel zu Bund-Ländern dementsprechend auch Konzepte arbeiten. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Also wenn wir in Zukunft auch den Bauern helfen wollen, dann brauchen wir neue Konzepte. Ich möchte das mal vor die Klammer ziehen. Es ist ein regelmäßiges Problem, dass die einzige Optimierung eines Betriebes die Ertragssteigerung ist und die Märkte das nicht mehr abnehmen. Das heißt, wir müssen auch agrarpolitisch stärker auf Qualität statt auf Quantität setzen. Und ich glaube, wenn wir stärker auf Qualität setzen, haben wir dann noch die Möglichkeit, mehr für Biodiversität und Tierschutz zu tun. Das Problem, wie gesagt, haben wir bei der Milch beispielsweise gehabt. Die Bauern sind hier leider in einer Falle. Es muss, weil der Preis niedrig ist, mehr produziert werden. Das erhöht noch mehr den Druck auf die Fläche, noch mehr den Druck auf Umwelt. Und letztendlich, wie gesagt, müssen wir auch den Bauern dann hier helfen, dass sie aus dieser Preisdruckgeschichte rauskommen. Das ist unheimlich wichtig. Es kann nicht sein, dass die Gesellschaft ständig höhere Anforderungen stellt und niedrigere Preise zahlt. Was brauchen wir dafür an Unterstützung, Herr Hartelt, um genau das sicherzustellen, was Herr Neumann fordert? Fühlen Sie sich da von der Bundesregierung hinreichend unterstützt? Schwere Frage. Suppenkoma ist zu Ende. An dem Beispiel dessen, was wir gestern erarbeitet haben und hier heute Morgen diskutiert und berichtet bekommen haben aus den Arbeitskreisen, wird deutlich, dass an dem zentralen gesellschaftlichen und politischen Vorwurf, die Landwirtschaft sei nicht umweltverträglich, Artenbiodiversitätsschutz, die Stichworte Wasserschutz, Bodenschutz, dass wir hier Instrumente haben. Und Herr Neumann, ich muss Ihnen da ein klein bisschen widersprechen. Wir brauchen nicht alle Förderperioden, was diesen Problemkreis betrifft, neue Instrumente. Wir haben Instrumente, wir haben sie nur nicht, wie man so schön sagt, vernünftig auf die Straße gekriegt. Und es wehrt sich bei mir was gegen die Vorstellung, mit neuen Instrumenten wieder anzufangen, während wir die alte oder bestehende, an denen wir sehen, woran es hängt, nicht zum Wirken bringen. Und deswegen muss da von mir ein bisschen der Widerspruch kommen. Und ich habe so die Befürchtung, dass in manchen Bereichen, das trifft jetzt nicht das Umweltministerium, aber in manchen Verbänden und manchen Organisationen, das große Vertrauen, was sich hier zeigt, eigentlich der Vertrauensvorschuss auch ein Stück weit. Und die Arbeit, die wir hier in 2 Tagen intensiv geleistet haben, nämlich Vertrauen von Landwirtschaft in Richtung Umwelt hinzukriegen, in vielen Bereichen nicht getragen wird und man doch lieber der Forderung vertraut, wir müssen das mit Ordnungsrecht erreichen und man schielt auf Wahltermine und auf andere politische Mehrheiten. Hier gilt es wirklich von allen Seiten wirklich und dann in Leuchtturmprojekten und auch konsequent bis ganz nach unten auch entsprechend an dieser Vertrauensarbeit und an diesem Vertrauensvorschuss zu arbeiten. Das muss das Kernsignal auch dieser Veranstaltung hier sein. Herr Pfaffen, ganz kurz dazu, wir haben schon mehrere Fragen. Ja, ich wollte es nochmal aufgreifen, mehr,
mehr Qualität statt Quantität. Ja? Im Moment ist ja ein wesentlicher Punkt, der uns daran hindert, ist die Berichterstattung. Ja? Wenn ich jetzt normale Bevölkerung bin, ich höre immer nur Negatives über die deutsche Landwirtschaft, warum soll ich jetzt davon ausgehen, dass die qualitativ hochwertige Ware produzieren? Warum soll ich auch dann bereit sein, dafür mehr zu bezahlen? Die Berichterstattung ist ja so, dass man sagt, hier wird ja auf Teufel komm raus zu geringen Standards produziert. Und ja, die Ware kriegst du überall und dann guckt der Kunde automatisch nur auf den Preis. Und das ist das Problem. Die Berichterstattung muss erstmal eine andere werden, damit auch die Wahrnehmung der Landwirte eine andere wird. Und erst dann können wir im Grunde genommen darauf aufbauen.